Jo Leute, was geht ab? GamerGucker ist wieder am Start mit einem neuen Video für euch. Und zwar war ich auf der Suche nach einem YouTube-Counter-Zähler zum selber bauen. Ich habe mir mehrere Sachen davon gekauft und das irgendwie nicht mit diesem Programm hinbekommen. Und habe dann eine Seite gefunden, die ihr auch eingeblendet seht. Und ich werde die Seite auch verlinken, wo ihr das halt auch kaufen könnt. Dieses Kit dafür. Ich zeige euch das jetzt alles mal und dann gehen wir noch weiter auf den Chip, wie ihr das einstellt. Und ja, also ihr kommt auf die Seite, dann geht ihr auf Projekt und Social Counter. Wenn ihr draufklickt, na, gleich aktualisiert ihr das, dann seid ihr auf dieser Seite. Hier gibt es Informationen und so weiter. Also hier könnt ihr auch verschiedene Sachen kaufen. Das hier von 0 bis na, 26 sind die im Anime, also die Sachen, wie ihr die angezeigt haben wollt. Könnt ihr alles einstellen in der App. Das hier ist das LED-Schild, also was dazu geliefert wird. Und hier ist die Gebrauchsanweisung, auf die wir gleich nochmal eingehen werden, weil wir die gleich nochmal brauchen werden. So, und scrollt ihr runter und hier findet ihr Bausatz, Daykit, Instagram und YouTube-Counter. Da klickt ihr drauf. Dann dauert das ein bisschen. So, dann habt ihr hier das. Und da könnt ihr hier die Option wählen, blau-grün. Blau und Rot. Was jetzt nicht mehr geht, aber was ging, sind wie viele LEDs hier verbaut sind. Hier sind, oh Gott, alle. Hier sind ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 LEDs. Es gibt das in 6, 5, 4, je nachdem wie ihr das haben wollt, kann man das auswählen. Die sind aber leider gerade ausverkauft. Und dann steht ja halt alles drin, was dabei ist. Hier steht das halt drin, was dabei ist. Was nicht dabei ist, ist das Netzteil. Das würde ich aber hier auch, wenn ihr runterscrollt, könnt ihr es auch mitkaufen, habe ich auch gemacht. Oder halt, wenn ihr es noch braucht, ein Temperatursensor. Also wenn ihr das dann habt, baller, so hier, wenn ihr das Ding dann bestellt habt, achso, da ist noch ein Knopf bei, den ihr brauchen werdet, wenn ihr noch verschiedene Sachen einstellen wollt. Also wenn ihr das Ding gekauft habt, schließt das an euren Rechner an, na komm hoch. Und dann, na wo ist das denn hier? Und dann müsst ihr mit eurem WLAN dieses WLAN halt euch einloggen. Und da müsst ihr halt diese IP-Adresse eingeben. Und dann erscheint diese Seite hier. Und da könnt ihr halt verschiedene Sachen. Hier gebt ihr halt euren Passwort ein. Euren WLAN-Namen und da euer Passwort. Und dann geht es weiter. So, hier habt ihr halt verschiedene Sachen. Dashboard, Configuration und zwei andere Dinge, die ihr aber nicht so wirklich nur für Updates und das weiß ich auch nicht, was ihr haben wollt. Ja, und hier könnt ihr halt euer Land eingeben, Europa, hier wie das Ding heißen soll und hier könnt ihr verschiedene Sachen einstellen. Das richtig Gute ist, in dieser Gebrauchsanweisung, also in der Firmware, ist alles genau beschrieben. Da ist eine Lizenz drauf, die gehört an euch. Und dann könnt ihr hier halt verschiedene Sachen einstellen. Ich glaube, hier war das, wie lichtintensiv dann soll, in welchem Intervall das werden soll. So, und hier habt ihr halt das Dashboard. Und ja, das zeigt euch halt an, wie viele Follower, je nachdem, welchen Sachen ihr jetzt hier eingestellt habt. Dann scrollen wir mal runter. Hier, wie ihr halt YouTube eingebt. Na, steht das hier? Ne, hier nicht. Scrollen wir weiter runter. Achso, hier ist der Mann. Ich zeige euch das jetzt nochmal genau. Und zwar gehe ich bei mir rauf. So, hier ist halt, das Ding ist bei mir im WLAN verbunden. Ich werde das aber, ja, hier ist das verbunden. Hier gebt ihr euren WLAN-Namen ein und euer WLAN-Passwort. Dann geht ihr auf Configuration. Hier hat Europa, also ich habe das halt so umbenannt. Ich habe 6 Module, Lichtstärke 5 und den Rest habe ich halt so, wie ich das so möchte. Oder könnt ihr so lassen und hier könnt ihr halt anklicken, für was ihr es nutzen wollt. YouTube, Uhr habe ich in Data und Logos. Und hier gebt ihr halt eure YouTube API an, API-Key, den wisst ihr wahrscheinlich, wenn ihr das schon holt, wie ihr das machen könnt. Wenn nicht, gibt es genug Videos oder eine Anleitung, ist es auch sehr gut beschrieben. Und hier euren YouTube-Channel. Und dann drückt ihr Save, aktualisieren und dann läuft das ganze Ding. Was ich jetzt noch, na, wo ist das denn? So, hier, was ich jetzt noch sagen wollte, so gut, hier sind noch die Gebrauchsanweisungen, wie es angeschlossen wird. Und ich hatte bei meinen Dingern ein paar Probleme, weil der LED, eine LED kaputt war oder mehrere LEDs, aber das, du kannst den Chat auch jeder, also den Chat, den Betreiber der Website jederzeit anschreiben, er hilft dir, wo er kann. Schickt ihr auch Videos oder wenn irgendwas nicht funktioniert, dann macht er das mit euch. Und wenn ihr euch für euren Instagram-Account entscheidet, muss das ein Business-Account sein. Aber steht hier alles genau drin, wie ihr das machen wird, was ihr da machen müsst. Und ich bin halt mega zufrieden. Aber es handelt sich halt nur
Und diesen Bausatz, na, wo ist er denn da? Na, komm, lad doch jetzt mal zu. Lade, ja, und es handelt sich halt nur um diesen Bausatz. Das heißt, ihr habt den Chip, na, wo ist denn das jetzt hier? Sieht man jetzt nicht. Ihr habt den Chip, das Kabel und die LEDs und einen Schalter, den ihr benutzen könnt, oder Taster in dem Fall. Mehr ist das nicht. Eine Hülle müsst ihr euch selbst bauen. Weil wenn ich jetzt wieder hier raufgehe und alle denken, na, leider nicht so, das hier kriege ich dabei. Nein, ihr müsst euch ein Gehäuse selber bauen. Könnt ihr aber auch, ja, wie gesagt, aber man kann ja auch noch andere Sachen kaufen. Wie sowas kann man, glaube ich, noch kaufen. So einen Bausatz oder einen Fräsbausatz kann man, glaube ich, auch noch kaufen. Guckt euch das an. Ich bin mega zufrieden damit. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es uns in die Kommentare. Und bis bald, euer Gamer. Ich wollte euch jetzt so zeigen, was ihr mit dem Taster einstellen könnt. Also ihr könnt den Taster nehmen, draufdrücken, das ist Feuchtigkeitssensor, kann man einstellen. Instagram, YouTube, was ich auch drin habe, den YouTube-Counter. Uhrzeit, Datum, Pac-Man, dass es so durchläuft und aus und ja, wie ihr so weiter wollt. Ausrufezeichen könnt ihr halt euch die IP-Adresse anzeigen lassen. Machen wir jetzt mal Save. So, jetzt startet es und da läuft Pac-Man durch. Ja, das war es eigentlich auch schon.